Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen, besonderen, megamäßigen Video. Diesmal, wie ihr schon wisst, das Jahres-Highlight-Video. Ja, in diesem Video möchte ich euch gerne vorstellen, welche Spiele und mit welchen Spielen hatte ich dieses Jahr am meisten Spaß beim Spielen. Klar, das Jahr war sehr ereignisreich, auch mit sehr traurigen Momenten bei mir dieses Jahr. Ich glaube, treue Zuseher wissen, was ich meine. Aber trotzdem habe ich auch sehr viele schöne Spiele gespielt. Und das lassen wir jetzt nochmal Revue passieren, nicht in chronologischer Reihenfolge. Ja, ich habe einfach mal meinen YouTube-Kanal durchgesehen, welche Spiele waren dieses Jahr, damit ich das auch nicht vergesse, und habe mir es aufgeschrieben und zusätzlich noch ein paar andere Games dabei, von denen ihr dann vielleicht noch viel in den vergangenen Jahren was gehört habt, die ich auch gespielt habe. Und vielleicht ist für den einen oder anderen von euch das eine oder andere Highlight auch dabei, ja, von dem ihr vielleicht noch nichts gehört habt oder wo ihr dann noch am Überlegen seid. Also definitiv richtig tolle Spiele, die ich euch jetzt zeigen werde. Ja, wie gesagt, Highlights ist für mich so, mit welchen Spielen hast du wirklich sehr viel Spaß gehabt und haben sich dann auch in einen Kopf gebrannt und sind alles eigentlich auch Spiele, die ich hier neben mir stehen habe, die so bei mir normalerweise nicht ausziehen werden. Ja. Also richtig cool, ich habe mir da auch das ein bisschen aufwendiger gemacht, ja, statt Bilder einzufügen. Ich habe alle Spiele aus den Regalen geholt, die stehen da jetzt neben mir, drei Riesentürme, und habe mir schon gedacht, wollt ihr da einen Zweiteiler oder einen Einteiler? Aufgrund dessen, dass ich das Wochenrecap noch machen muss, wird es wahrscheinlich ein einteiliges Video werden. Ich versuche mich auch kurz zu halten, damit ich nicht zu viel über die einzelnen Spiele reden werde. Aber ich würde sagen, jetzt legen wir einfach mal los und nochmal nicht in chronologischer Reihenfolge natürlich. Und das ist auch keine Top-Liste, weil ich alle Spiele, die ich euch jetzt zeige, richtig geil finde. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal wahllos mit der linken Seite. Cthulhu Death May Die. Ja, das Spiel hat sich wirklich richtig gut etabliert am Markt, würde ich mal sagen. Und das ist eine der wenigen coolen Mini-or-Not-Spiele, die ich noch in meinem Regal habe. Die Zombie-Sides habe ich schon alle verkauft. Und ich finde hier das Thema auch megamäßig umgesetzt. Ja, dass du hier quasi immer wahnsinniger wirst. Dadurch wirst du stärker. Und der Schwierigkeitsgrad ist auch sehr schön angepasst. Das heißt, dadurch, dass du stärker wirst, kommst du immer nahe am Rande des Todes. Aber jede Mission verläuft immer so, dass es extrem knapp wird. Ja, also wenn du es nicht wirklich komplett vergeigst, dann ist jede Mission sehr spannend bis zum Schluss. Und auch die Unterschiedlichkeit der einzelnen Missionen finde ich toll. Ja, Mission 1 zum Beispiel ist relativ viel Feuer, das gelegt wird. Ihr müsst Labore zerstören, die explodieren dann auch. Ich müsste da jetzt viel spoilern, aber vielleicht noch Mission 2. Ja, da müsst ihr dann die Kultisten töten und dann deren Leichen looten. Super gemacht das Ganze, mit einer schönen Mechanik, mit der man wahnsinnig werden kann. Und die Charaktere kannst du auch schön skillen während der Mission. Also so ein richtig schöner Dungeon Crawler, wo du in relativ kurzer Zeit im Prinzip alles, was man braucht, bekommt. Du kannst Waffen, Gegenstände finden, du kannst deinen Charakter aufleveln. Das Ganze bei einer Spielzeit von einer Stunde bis 90 Minuten pro Mission. Aufbau nicht hinzugerechnet, da kann es sein, dass man ein bisschen braucht. Aber ansonsten Cthulhu Death May Die. Richtig toller Top-Titel. Das ist auch so ein Spiel natürlich, was niemals nie bei mir ausziehen wird. Da bin ich mega begeistert davon und bin froh, dass ich da beim Kickstarter mitgemacht habe. Das war Cthulhu Death May Die. Richtig cool. Und jedes dieser Spiele würde ich am liebsten sofort auf den Tisch packen und gleich weiterspielen. Ja, dann machen wir weiter mit Anno 1800. Auch ein richtig tolles Spiel. Ich zeige euch mal die Rückseite dazu von Anno 1800. Ja, das ist so ein schönes Spiel, wo du natürlich hier selber hier deine Stadt aufbaust mit den diversen Produktionsgebäuden in Form von Blättchen. Und das Besondere daran ist, du kannst auch vom Mitspieler Waren kaufen, der auch bei sich baut. Und du hast wirklich extrem viele unterschiedliche Warensorten in diesem Spiel. Und ja, das ist auch so ein Game, das hat mich total überrascht. Ich glaube, das ist vielleicht
mein zweiter Kosmos-Titel, den ich da im Schrank habe. Aber ja, nichtsdestotrotz, mit diesen Cubes, die du da hast, kannst du dann eben diese diversen Aktionen durchführen. Genaueres zu den Regeln kann ich mich jetzt gerade nicht mehr erinnern. Ich hatte es schon ein paar Wochen nicht mehr auf dem Tisch, aber trotzdem eins meiner, ich würde sagen, eins der totalen Lieblingsspiele meiner Frau. Sie hat sich voll verliebt in das Game. Ja, und ich finde es auch megamäßig gut. Ein sehr schönes Handelsspiel und das auch zu zweit richtig gut funktioniert. Ja, also Anno 1800 hat uns auch begeistert dieses Jahr. Da sind auch gleich ein paar Partien hintereinander durchgerollt. Richtig tolles Spiel. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der ein bisschen so Wirtschaftsmäßiges haben will, ja, wo man gegenseitig auch die Waren einkaufen kann und der andere auch dafür natürlich einen Vorteil hat und mal wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Warensorten auf den Tisch haben will. Anno 1800, mega Ding, kann ich nur empfehlen. So, weiter geht's mit Calico und dazu noch Cascadia. Ja, das sind beide Spiele, die eigentlich eine Auszeichnung verdient hätten. Ich kam irgendwie noch nicht dazu, was zu Cascadia zu drehen. Also Calico war als erster da, Cascadia sozusagen der, ja, Nachfolger von Calico, von derselben Firma. Und die Spiele sind schon sehr unterschiedlich. Ja, während du in Calico nur Blättchen tauscht, die versuchst anzulegen, so Patchwork-mäßig. Ja, du hast hier natürlich Katzen, die haben Vorlieben an Decken und du versuchst immer diese, ja, entweder die Vorlieben der Katzen zu meistern oder die Vorlieben der Bonusplättchen, die ihr auf dem Spielfeld habt, und jedes Plättchen hat unterschiedliche Farben und Muster und das Ganze wird schon sehr verkopft, ist ein sehr schönes Puzzlespiel, könnte man sagen, auch teilweise sehr interaktiv. Ja, weil du jemand wirklich absichtlich die Blättchen wegnehmen kannst und der dann dadurch auch sich extrem ärgern kann. Ja. Sehr geiles Spiel, Calico. Und dann Cascadia. Cascadia ist super. Ja, super Ding, dass ich rund. Also ich finde, das Spiel fühlt sich fast noch ein bisschen runder an als Calico, hat aber ein bisschen andere Mechaniken. Ja, hier hast du zum Beispiel vier Blättchen auslegen. Und dazu noch Tierarten. Und du versuchst eben hier so gut wie möglich hier die Landschaft aufzubauen, dass die Landschaftsboni zusammenpassen. Du hast ähnlich wie in Calico auch Karten ausliegen, die dir sagen, für welche Puzzle-Kombinationen du Punkte bringst. Und zusätzlich haben die Tiere auch unterschiedliche Anforderungen. Ja, der Adler braucht viel Freiraum, keine anderen Adler neben sich zum Beispiel. Auf das muss man aufpassen. Und das ist so ein Feel-Good-Spiel, Leute. Es ist einfach toll. Ja, wir haben das ein paar Mal gespielt. Letzte Partie war mit dem Mike, glaube ich. Ja, und das war einfach ein wunderschöner Abend. Das spielt sich so schön runter, das Ding. Trotzdem knobellastig. Sehr anders als Calico, würde ich schon mal sagen. Und für mich wären beide Spiele absolut auszeichnungswürdig. Das werde ich dann irgendwann noch nachholen. Ja, Calico habe ich schon rezensiert. Fand ich auch genial, dass man in der heutigen Zeit quasi mit Puzzle-Mechaniken noch so schöne Spiele rausbringen kann. Super. Ja, Cascadia und der Cascadia und Calico. Dann als nächstes, wenn wir schon bei den kleinen Spielen sind, Solitude, ja, immer noch so ein Evergreen, sage ich mal. Auch ein knobellastiges Spiel, in dem du versuchst so viel, also als erster alle Pinguine auf dem Feld zu platzieren, beziehungsweise alle Eier zu platzieren. Die Pinguine legen ja quasi die Eier, indem sie sich von einem Punkt zum anderen bewegen und dazwischen kannst du die Eier ablegen. Und das hört sich zwar recht simpel an, aber es lädt richtig zum Denken ein, kannst sehr viele Szenarien spielen, ja, mit einer Robbe in der Mitte, die auch Eier fressen kann zum Beispiel, mit vergifteten Plätzen, mit Feuer und so weiter. Also wenn ihr die Addons dazu habt, mit den Figuren dazu, ja, mit den Spezialfiguren, die sind top, sind ja schon fast ein Muss. Also man hat hier richtig schöne Pinguinfiguren, Vögelfiguren drin, sehr geiles Material, bis auf das Spielfeld, das sich manchmal ein bisschen wölbt. Da ist vielleicht bei der Produktion war irgendetwas vielleicht nicht ganz optimal, aber gut, nichtsdestotrotz ein richtig tolles Spiel. Zollywood kann ich
jeden empfehlen, der so mal eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde Knobelzeit vor sich haben will. Definitiv so ein Spiel, das spielst du auch öfter wegen Revanche. Ja, voll die Revanche-Fähigkeit, das Spiel eigentlich. Und super Ding, ja, möchte ich nie mehr hergeben. Also Zollywood auch so ein ausnahmekleines Spiel, das richtig geil ist. Auch ausgezeichnet mit Gold natürlich, glaube ich. Ja, sicher Gold. So, dann Seven Continent hatte ich auch schon länger nicht mehr auf den Tisch. Als ich das damals bekam, habe ich da auch voll reingezockt. War ich mega überrascht davon. Bei der englischen Version habe ich da nicht mitgemacht, weil es ja wirklich extrem storylastig ist, das Spiel, ja. Und das ist mir dann auch lieber, wenn es auf Deutsch ist. Und dann eben die deutsche Version rausgekommen, gleich geordert. Und was soll ich sagen, das ist echt ein Ausnahmespiel. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht für jedermann was ist. Aber trotzdem, du versuchst quasi den Kontinent zu erkunden, indem du versuchst auch diese Karten, also diese Landschaftsteile in Form von Karten genau zu untersuchen, zu antizipieren, was kann da passieren. Aha, da gehen Spuren lang, muss teilweise versteckte Nummern finden und hab dann so eine Art, ja, so eine Art Choose Your Adventure, kann man sagen. Ja, also wenn ich das mache, komme ich hier hin. Wenn ich das mache, komme ich hier hin. Wenn ich das dann weitermache, komme ich hier hin. Das ist richtig geil gemacht. Dazu noch mit einem schönen Kartenmechanismus, wo du Gegenstände bauen kannst, Proben ablegst in Form von Karten, die man zieht. Ja, und man muss dann quasi eine gewisse Anzahl an Sterne ziehen von dem Deck. Und wenn du den Fluch ziehst, dann kann es sein, dass du dann das Zeitliche segnest. Also es ist ein sehr hartes Spiel, sage ich mal. Das verzeiht dir gar nicht. Selbst wenn du dann mal 2, 3 Stunden spielst, dann gehen dir die Karten aus. Der Fluch ist da. Scheiße halt, ne? Aber trotzdem ist der Wiederspielwert sehr hoch, finde ich, weil ich habe mich selber dabei erwischt. Du spielst nicht jede Partie gleich. Ja, entweder findest du was Neues oder versuchst dir andere Gegenstände zu bauen, die dir dann weiterhelfen können. Und dadurch, da du ja den Glückfaktor hast beim Kartenziehen, sowas mag ich ja sehr gerne, ist auch jede Partie immer spannend. Mir fehlt nur die Zeit, ja, das Ganze immer und immer wieder auf den Tisch zu bringen. Aber so ein Game, das ich nicht so schnell wieder abgeben werde. Ja, Seven Continent. Dann gehen wir mal auf die rechte Seite. Aliens in Another Glorious Day in the Core. Ich weiß, manche sagen, das Spiel ist vielleicht zu einfach. Also ich selber habe noch nicht so viele negative Kritiken über dieses Spiel gehört. Grüße an den Becky. Ihr wisst das ja, Becky mag das Spiel überhaupt nicht, hat das voll runtergerotzt und gesagt, ja, das Ganze ist zu sehr von Einheitsbrei. Ja, klar. Ich denke, ich habe es in der Rezension auch gesagt, dass man hier nichts Hochkomplexes bekommt. Habe Let's Play-Videos dazu gemacht, wo ihr sehen könnt, wie das Spiel funktioniert, wenn auch mit kleineren Fehlern. Trotzdem mag ich den Kartenmechanismus in diesem Spiel, der doch nicht dazu führt, dass du eine stumpfe Miniaturbewegerei hast, sondern du musst dir schon wirklich gut überlegen, wie rüste ich denn die Charaktere aus und welche Karten gebe ich jetzt von meiner Hand weg, um die Leute nachladen zu lassen, um sie heilen zu lassen. Das finde ich schön gemacht. Klar, ich gebe es zu, auf dem Brett selber ist es natürlich total simpel. Es ist ein Dice-Chuckler, das heißt, beim Kampf würfelst du viele Würfel. Aber ich finde es trotzdem sehr thematisch gemacht, weil es kommen da sehr viele Aliens meistens auf dich zu. Hast du den Flammenwerfer, kannst du da mal richtig reinrotzen. Definitiv für Hardcore-Strategen, Dungeon-Crawler ist dieses Spiel nicht zu empfehlen, weil da fehlt dir einfach ja die Abwechslung bei den Charakteren, ja, die verschiedenen Fähigkeiten, die man in anderen Dungeon-Crawler hat, die Möglichkeit, Ausrüstung zu sammeln, das gibt es ja alles nicht. Ja. Und trotzdem, die Miniaturen sehen sehr geil aus, muss man übrigens selber zusammenbauen, das ist auch eine Hürde für manche, da müsst ihr auch durch. Wie gesagt, die Miniaturen sind sehr geil. Aber ich finde, für mich als Alien-Fan ist dieses Spiel neben Legendary Aliens, ein Deck-Building-Game ist für mich die beste Alien-Franchise-Umsetzung bis jetzt. Und das kommt für mich dann danach, weil ich einfach finde, es schaut super aus auf dem Board. Aliens, Alien-Horden niederzumetzeln, das ist auch cool gemacht. Die Kartenmechanik passt dazu und ich glaube, dass jeder Alien-Fan
damit sehr viel Spaß haben wird. Und ich habe selber noch nicht viel negative Rückmeldungen damals auch auf meine Rezension bekommen. Das heißt, dass das Spiel durchwegs auch gut ankommt. Aber wie gesagt, für Hardcore Dungeon Crawler wie zum Beispiel Becky von der Nische, ja, dem ist das deutlich zu wenig und zu einfach, kann ich voll verstehen. Aber ab und zu will man auch solche Spiele spielen und da kommt mir dann Aliens wirklich, ja, gerade richtig. Tolles Alienspiel. So, das gleiche gilt für Dark Souls. Ja, manche mögen das Spiel überhaupt nicht, aber ich feiere das Spiel total ab. Klar, es ist ein bisschen swingy im Schwierigkeitsgrad. Manche Bosse sind leichter, manche vielleicht ein bisschen schwerer. Manchmal hast du es leichter, weil du einfach tolle Ausrüstung findest, dann alle ummähen kannst. Man sollte ein bisschen Hausregeln, wo ich auch nicht unbedingt Fan davon bin, außer sie machen wirklich Sinn. Ja, hier ändere ich nichts am Spiel, verkürze einfach nur die Zeit mit dem Funken und dann läuft das alles auch in einer angemessenen Zeit. Und ich habe dazu schon sehr viele Videos gemacht, habe dann mal zuletzt auch diese Mega-Boss-Runs gemacht, habe sehr viel bemalt von Dark Souls übrigens. Und ein Spiel, das bei mir niemals ausziehen wird, weil ja die Bosskämpfe einfach brutal thematisch gemacht wurden. Also wenn ihr das Videospiel kennt und habt mal so einen Bosskampf hier in Dark Souls gemacht, dann werdet ihr sagen, boah, das kommt den ganzen Franchise wirklich ganz nahe ran, dieses Boardgame. Und auch dieser Glücksfaktor beim Kartenziehen kann man ein bisschen abhelfen, wenn man so einen Händler noch dazu spielt. Habe ich wirklich schon genug Videos dazu gemacht. Dann hat man da ein bisschen mehr Auswahl, wenn euch der Glücksfaktor stört. Und ja, Dark Souls für mich immer noch ein sehr, sehr geiler Dungeon Crawler. Wie gesagt, ein Evergreen bei mir wird immer bleiben, auch weil ich da schon sehr viel bemalt habe und das mache ich wirklich nur bei Spielen, die ich eigentlich behalten werde. Aber ja, sonst ist die Zeit des Bemalens ja nicht wert. Und ich kann es euch nur empfehlen. Ich glaube, es wird immer teurer auf dem Markt werden, weil ich auch glaube, dass SteamForge Games hier nicht mehr viel nachproduzieren wird. Ja, manche Megabosse werdet ihr gar nicht mehr bekommen. Und das Spiel ist absolut nicht schlecht. Ich finde es richtig geil. Seht euch die Videos dazu an. Und wenn ihr gute Preise dafür bekommt, dann, und ihr Miniaturenspiele mögt, Dark Souls mögt, vor allem ist für Fans total zu empfehlen, dann könnt ihr hier auch zuschlagen. Dark Souls The Board Game. Ja, dann als nächstes kommen wir zu Die Ruinen von Anak. War auch einige Male auf dem Tisch dieses Jahr. Ich glaube, dazu braucht man nichts mehr sagen. Als die Erweiterung rauskam, haben sie hoch und runter gespielt. Einfach ein geniales Spiel mit der Erweiterung noch besser. Ja. Also alleine die Tischpräsenz bringt ein tolles Flair rüber. Dann die Mechaniken mit diesem kleinen Deckbuilding-Mechanismus mag ich sehr. Die Ortschaften zu erkunden, super. Also es ist echt viele Optionen, aber ich empfehle euch unbedingt den Pflichtkauf. Die Erweiterung dazu, das ist die Tempelleiste, ja, die Siegpunktleiste sind ein bisschen angepasster, die ihr hier seht. Ist eigentlich der Hauptweg, der Hauptziel in diesem Spiel. Und die werden mit der Erweiterung dann ein bisschen schwerer gemacht, da das hier nicht mehr so einfach ist, raufzukommen und auch andere Sachen noch interessanter werden in diesem Spiel. Vor allem unterschiedliche Startcharaktere bekommt ihr mit sehr vielen Fähigkeiten und ich war sehr überrascht, dass es überhaupt möglich ist, so asymmetrische Charaktere für so ein Eurogame zu produzieren. Und die auch allesamt lustig zu spielen sind und sich unterschiedlich anfühlen. Also ja, ein tiefes Tiefgoldspiel, sage ich mal, ein Spiel, das in jede Spielsammlung gehört, die Ruinen von Anak und natürlich mit Erweiterung dazu unbedingt. Aber ist auch ohne Erweiterung toll, aber mit der Erweiterung, Leute, noch geiler. Ja, dann kommen wir zu Abomination. Abomination, ich würde vielleicht sagen, eines der thematischsten Eurogames in meiner Sammlung. Ich bekam auch sehr viel positives Feedback, danke dafür, für meine Rezension zu diesem Spiel, für meine Spielerklärung, weil ich habe mir auch Mühe gegeben, dass ihr seht, warum diese Aktionen thematisch auch Sinn machen. Ja? Und es ist wirklich
Im Prinzip ein einfaches Worker Placement Spiel, wo man sich aber wirklich vorstellen kann, was man da auf dem Feld ja macht. Ja, du gehst am Friedhof, dann findest du eben nur Knochen. Wenn du Glück hast, ein bisschen frischere Leichen, ja, aber du musst schon wirklich Glück haben. Gehst du ins Spital, hast du ganz frische Leichen. Gehst du ins Dock, kannst du jemanden umbringen. Also, das ist echt super gemacht, Leute. Und ja, es hat wieder Würfel drin. Das heißt, du musst, wenn du, das ist das Einzige, wo ich manchmal ein bisschen grantig werde, ja, denn wenn du versuchst, die Körperteile wieder zu beleben und würfelst einfach schlecht, ja, dann kann es dir passieren, dass du dann eben doch ein bisschen sauer bist auf das Game. Ja, aber ich finde, das gehört auch irgendwie dazu. Trotzdem, es macht megamäßig Spaß, auch so ein Spiel von Bladehead Games, das ich immer wieder spielen könnte. Es dauert lange, kann sich ein bisschen ziehen, gebe ich zu, aber trotzdem, ja. Werd nie aus der Sammlung ausziehen. Das bekommst du auch nicht an jeder Ecke. Und ich glaube, dass es so für den deutschen Markt auch nicht erscheinen wird, weil das schon sehr makaber ist vom Thema her und natürlich auch vom Artwork her. Ja, hier kann man ja auch, sind ja auch Leichen auf den Karten abgebildet, Leute. Und definitiv, wenn ihr des Englischen mächtig seid, schaut euch das ganze Ding ein bisschen an, weil auch die kleinen Stories, die hier drin sind, ja, dass quasi der kleine Helfer von Frankenstein da immer wieder ein bisschen reinpfuscht, das ist richtig cool gemacht. Ja. Also wirklich Abomination, top thematisches Eurogame. Ja, kommen wir zu den nächsten Spielen. Und da haben wir 2GM Pacific. Ja, das ist ein Spiel, wo ich eigentlich sagen muss, ich bin total überrascht, dass ich das mit dem Mike noch nicht gespielt habe. Ich glaube, wir haben das noch nicht gespielt. Muss ich ihm unbedingt mal zeigen. Oder doch? Na, ich glaube, wir haben schon gespielt. Auf jeden Fall habe ich das sehr oft mit meiner Frau gespielt. Und ich muss sagen, ein Spiel, das mich echt auch überzeugt hat. Ja, weil das sehr cool gemacht ist, dieses Bewegen mit den Karten auf den Feldern. Ja, so ähnlich wie Summoner Wars, sage ich jetzt mal, aber natürlich um einiges komplexer. Und das Coole daran ist auch, du kannst die Einheiten sehr viel Upgrades durchführen. Das heißt, wenn du sie ins Spiel bringst, kannst du mehr Geld ausgeben, um ihnen Upgrades zu verpassen. Das Ganze natürlich mit Deckungsmechaniken, Geländevorteil und Nachteil. Ja, das Ganze ist schon richtig nice gemacht. Und ihr seht hier ja, ein bisschen Summoner Wars Flair, aber definitiv ein komplexeres Teil. Aber es macht richtig viel Spaß und ist auch so ein Spiel, was meiner Frau auch richtig gut gefallen hat. Und von daher, ja, definitiv ein Keeper, den ich auch nicht mehr weggeben werde. Da muss ich echt den Mike nochmal fragen, ob wir das dieses Jahr schon mal gezockt haben. Ich weiß, der hat sich da auch viel davon gekauft. Muss ich nochmal nachforschen. Auf jeden Fall habe ich Bock, das wieder mal auf den Tisch zu bringen. Definitiv. So, dann ein Spiel, das auch jetzt in der Auslieferung steht. Und zwar, also es ist jetzt fertig produziert, wird die nächsten Wochen dann verschifft. Human Punishment The Beginning. Was für ein tolles Vierspielerspiel wir da gespielt haben. Und freue mich da jetzt richtig auf die finale Version. Und ich bin ja echt schon voll gehypt drauf. Und das Ganze dann mit meiner Runde am Donnerstag dann mal zu spielen. Es ist einfach eine mega coole Kombination aus Brettspiel und Social Deduction. Ja, du hast nicht wie in Human Punishment nur Karten auf der Hand, ja, sondern auch einen Charakter, der sich aktiv über das Board bewegt und Missionen erfüllen kann, verdeckt quasi so ein bisschen Pickup Deliver macht, Scheibchen in das Netzwerk quasi einlegt, ja, infiltriert, je nachdem wie man sieht, und somit dann diverse Vorteile für seine eigene Fraktion herstellen kann. Ja, das heißt, man versucht, verdeckte Scheibchen quasi in einen anderen Bereich zu legen. Habe ich eine sehr schnelle Spielerklärung dazu gemacht, auch mal ansehen gerne. Und ja, du kannst so viel in diesem Spiel machen. Du kannst deinen Charakter ausrüsten mit Waffen. Du kannst ihm sehr viele Skills verpassen. Du kannst gegen Gegner auf dem Spielfeld aktiv kämpfen. Ja, so typisch Dungeon Crawl-mäßig schon fast. Ja, du kannst die zwei Supermaschinen beeinflussen auf dem Feld. Du, das ist einfach ja ein mega Ding. Bin schon voll gespannt jetzt auf die fertige Version und die seht ihr dann natürlich auch bei mir auf dem Kanal. Human Punishment The Beginning, wirklich
Megaspiel. So, und dann haben wir noch. Oh, jetzt kommt was Großes. Dwellings of Eldervale. Ja, das ist ein Spiel, mit dem ich auch schon sehr viele angefixt habe. Das ist mal so ein Eurogame, das auch zu zweit sehr gut funktioniert. Und vor allem finde ich die Mechanik cool, ja, dass du quasi deine Meeples haben ja Fähigkeiten und die kannst du dann auf dem Brett umsetzen. Ja. Und wenn du die Meeples wieder zurückholst, dann bekommst du auch etwas dafür, denn du kannst die Meeple dann, wo du sie auf das Brett gesetzt hast, kannst du sie zurückholen, jetzt zeige ich mal die Rückseite, und unten in deine Karten einsetzen. Ja, du kannst dir quasi so eine Engine bei dir selber bauen, wo du die Meeple doppelt verwenden kannst. Einmal auf dem Feld, dann ziehst du alle zurück und kannst sie unten auf deinem Board und auf deine Karten einsetzen. Super Ding. Ja, also macht extrem viel Spaß, das Ganze zu spielen. Manchmal die Kontrolle über diese Monster zu erhalten, dann ein paar Vorteile rausbringen. Ein sehr, sehr schönes Area-Control-Spiel mit einer schönen Siegpunktmechanik, mit Nachbarschaftsboni und so weiter, wenn du dich gut baust. Oh Leute, das ist auch so ein Ding, das möchte ich niemals wieder abgeben. Dwellings of Eldervale. Einfach super Game. So, hoffentlich hält mein Tisch das noch raus. Jetzt kommt noch Super Fantasy Brawl, das nächste fette Ding. Ja, einfach deswegen, weil es ein extrem lustiges Spiel ist. So ein richtig schön kompetitiv. Kannst dir am Anfang die Charaktere aussuchen oder draften und hast dann, wie ich es gerne mag, kartengesteuerte Charaktere. Ja, das heißt, du hast jeder Charakter bringt ein Deck mit sich, das mischst du dann zusammen und hast dann quasi bis zu 3 Aktionspunkte in deiner Runde, die du für deine Charakter farblich passenden Karten für die Aktionen auch benutzen kannst. Und die Charaktere sehen ja mal richtig toll aus, ja, so ein bisschen WoW-Style könnte man schon sagen, von Grafikstil her. Und ja, es macht mordsmäßig Spaß, das Ding zu spielen. Problem ist nur, ich würde es auch gern viel öfter auf den Tisch bringen. Der neue Kickstarter mit den neuen Addons wird dann auch hoffentlich bald antreffen. Und ja, hat mich richtig gefreut, das Spiel quasi von Beginn an bis zur fertigen Version zu begleiten. Und ich kann es immer noch sagen, wenn ihr ein tolles Zweierspiel sucht, ja, 1 gegen 1 ist ein richtiges, geiles Top-Spiel. Ich muss nur sagen, so das MOBA-Flair, das es bewirbt, kommt bei mir da nicht so auf. Brauche ich auch gar nicht. Ja. Im Endeffekt habt ihr ja immer wieder diesen Respawn, wenn ihr mit euren Helden sterbt, aber das Ganze ist sehr komprimiert. Ja. Also es fühlt sich da echt brutal nach einem knallharten 1 gegen 1 Battle an. Du hast ein größeres Team vor dir, aber du hast keine automatischen kleinen Helferlein, die auf der Map herumströmen und die Türme angreifen. Sowas gibt es ja nicht. Ja, das ist wirklich ein knallhartes Arena-Spiel. Und ja, das macht es wirklich sehr gut. Super Fantasy Brawl auch. Top-Spiel dieses Jahr. Mal schauen, vielleicht werde ich live auch wieder mal gegen den Stefan eine Partie vorzeigen. Das war echt cool. Ja, und das war es jetzt mit dem ersten Teil. Ich werde das Ganze jetzt abräumen und dann sehen wir uns dann gleich wieder. So, weiter geht's mit diesem epischen Jahresrückblick. Ich habe jetzt meine Schränke befüllt und wieder ausgeräumt und wir gehen gleich zum nächsten Spiel. Vorher will ich euch noch zeigen, jetzt habe ich natürlich was zum Trinken gebraucht. Ein Geschenk von einer Freundin von mir, der Verena, danke nochmal, ihr seht ihr. Ich glaube, Herr der Ringe-Fans kennen sich auch aus, ja, das Prancing Pony, die Tasse dazu. Damit mein Mund nicht wieder so trocken wird und es mir schwieriger fällt zu reden. Ja, wo beginnen wir? Ich würde sagen, wir beginnen mit Company of Heroes. Ja, ihr seht, ich habe hier eine Erweiterungsbox genommen, weil ich eigentlich die dicken Boxen hier nicht rausräumen wollte jetzt. Und Company of Heroes dieses Jahr auch ein Ausnahmespiel mit WW2-Setting. Ich glaube, wenn ich schon von Dark Souls geschwärmt habe, ja, dass es eine tolle Videospielumsetzung ist, ich glaube, Company of Heroes setzt dem Ganzen noch eine Schippe, fast noch eine Schippe drauf. Ist zwar kein Fantasy-Setting und kein Dungeon-Crawler, aber wenn man das Videospiel gespielt hat, ja, dann kann man richtig fühlen, wie das Spiel
richtig gut auf dem Brett umgesetzt wurde. Da hat man sich echt Gedanken gemacht. Ja, du hast Aktionscubes, die du ausgeben kannst für deine Einheiten, um sie zu bewegen, sie angreifen zu lassen und so weiter. Hast auch diese Nachschubpunkte, die du erobern musst im Laufe des Spiels. Und ja, würde ich das Spiel jetzt umsetzen wollen auf dem, also das Videospiel umsetzen wollen auf den Tisch, würde ich es nicht anders machen. Also, das war wirklich eine mega coole Idee, wie das gemacht wurde. Und man hat hier auf voller Linie überzeugt. Klar gibt es dann im Nachhinein ein paar kleine Erratas, die ihr beachten solltet, wenn ihr euch das Spiel kauft. So ein DIN A4-Zettel, doppelseitig, gibt es ein bisschen Errata zu beachten, aber die sind nicht heftig. Ja, die Auswirkung ist schon gut, aber nicht regelaufwendig. Aber ansonsten hat man hier wirklich alles richtig gemacht. Ja. Tolle Spielumsetzung und Material auch top-notch. Die Gebäude sehen super aus. Dann die Panzer sind einfach nur genial. Das ist ein richtig schwerer Kunststoff. Die sehen super aus. Ja. Also man bekommt hier für das Geld, wenn man sich's kauft, eine tolle Qualität und Spiel und Material zusammen. Und ja, viele haben sich da geärgert, dass sie da auch nicht mitgemacht haben. Bei mir war es auch ein Late Pledge damals, Gott sei Dank. Aber leider habe ich auch nicht alles genommen, weil es schon sehr teuer war. Und ja, man weiß ja nicht, wie das Ganze dann im Endeffekt aussieht. Aber das ist mal so ein Kickstarter, wo ich sage, das ist ein Spiel, wenn man WW2-Setting mag, das ist es ein Must-Have, das ihr im Regal haben müsst. Definitiv. Und es soll auch noch ein Kickstarter dazu rauskommen. Ich glaube, es war geplant für Ende dieses Jahres. Hab das aber jetzt nicht weiter verfolgt. Ich glaube, die aktuelle Situation mit den Preiserhöhungen und Lieferkosten macht das Ganze nicht einfacher und vielleicht wird es dann noch ein wenig dauern, bis da mal was kommt. Wenn ihr auch Infos dazu habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe ja leider nicht die Zeit, immer zu jedem Spiel zu recherchieren. Und ja, wie gesagt, wartet einfach auf einen neuen Kickstarter. Ansonsten müsst ihr am Gebrauchtmarkt schon einiges über den Basispreis bezahlen dafür, aber es ist einfach, ja, eine mega coole Umsetzung geworden. Absolut Evergreen Keeper, niemals verkaufen, niemals. Ah, selbst wenn ich Geldnot hätte, wäre es wirklich schwierig, das Ding zu verkaufen. Ja, damals habe ich einer von ihnen verkauft, da hatte ich echt relativ schnell ein bisschen Kohle gebraucht. Und ah, nicht einer von ihnen, oh Gott bewahre, Tricerion, was? Collector's Edition. Ich fand das Spiel zwar gut mit mehr Spielern, aber mit weniger Spielern war es dann irgendwie unspannend bei Tricerion und auch vor allem diese Vorführmechanik auf der Bühne. Also ich war nicht von Tricerion nicht 100% überzeugt und darum musste es damals auch gehen, weil ich das Geld auch gebraucht habe. Aber von daher, Company of Heroes, nein, also nur über meine Leiche. Geiles Spiel. Dann als nächstes auch ein Spiel, ich habe nur die Erweiterung rausgeholt, weil das wäre eine richtig heftig schwere Box auch gewesen. Anachrony, ihr seht hier das Exosuit Commander Pack. Für mich ein Add-on zu Anachrony, wo ich echt mal sagen muss, obwohl man eigentlich Miniaturen ja nicht empfiehlt bei Spielen, bei Worker-Placement-Spielen, weil du sie nicht brauchst. Leute, das Spiel ist viel geiler mit den Miniaturen. Ja, erstens, sie haben eine tolle Tischpräsenz, sehen toll aus, auch wenn man sie bemalt sieht, sieht das Ganze noch besser aus. Aber es macht auch mechanisch, also haptisch einen Grund, ja, denn es ist viel geiler, die Miniaturen zu nehmen, als wenn man diese Arbeiterblättchen immer aufpicken muss, wenn man sie vom Brett zurückholt. Ja, das seid ihr viel schneller, das ist viel angenehmer zu greifen und es sieht auch toll aus, wie die Arbeiter oben in deren Slots drinnen stecken. Also, boah, hey, das Exosuit Commander Pack auf jeden Fall dazu holen. Wenn man es nicht hat, dann spielt man das Spiel und denkt sich, ich will das unbedingt haben. Ja. Aber ansonsten, Anachrony, auch ein Spiel, ein ewiger Keeper, das ist natürlich in meiner, ja, Top-Liste ganz, ganz, ganz weit oben dieses Spiel, wenn ich eine hätte. Und ja, was soll man dazu sagen? Engine Builder par excellence mit super thematischen Zeitmechanismus, dass du dir Ressourcen aus der Zukunft holen kannst, die aber irgendwann wieder auch abgeben solltest, denn sonst hast du ein paar negative Strafen zu beachten. Ihr wisst ja, da gibt es dann eben diese ja, Eingriffe in die Zeitschleife mit Anomalien und so weiter, die nicht gut sind und das Spiel
Ist wirklich eines der besten Eurogames und wenn ihr auch Eurogames mögt, müsst ihr euch das Ding holen. Ja, jeder, der es bis jetzt bei mir mitgespielt hat, war auch angetan von dem Game. Also auch mega das Teil. Ja, dann als nächstes kommt mal was ganz anderes hier: Cthulhu Horror in Dunwich. Ja, sorry nochmal dafür, ich habe das Spiel noch nicht rezensiert. Ich kam irgendwie nicht dazu, weil, ihr wisst ja, bei YouTuber kommen auch ständig neuere Sachen rein und am liebsten würde ich immer alles spielen und das Spiel gehört zu der Kategorie auch nie mehr verkaufen. Es ist ein astreines Karten-Koop-Spiel, spielt so in der Riege, ja, Marvel Champions, Arkham Horror, Aeon's End, ja, so in der Richtung könnt ihr euch das vorstellen, aber trotzdem mit ein bisschen Eigenheit dazu. Ja, eure Charaktere können wahnsinnig werden, das kennt man ja vom Cthulhu-Universum, und haben dadurch diverse negative Effekte in Form von Karten, die sie da bekommen. Das heißt, es ist sehr unterschiedlich, wie wahnsinnig du wirst. Das ist schon mal ganz lustig. Vor allem mit Horror in Dunwich ist das noch ein bisschen cooler gelöst. Und vor allem, wenn ihr beide Pakete habt, ja, Cthulhu the Card Game und Horror in Dunwich, habt ihr eine unendlich hohe Widerspiel, ja, einen unendlich hohen Wiederspielanreiz, weil das Spiel macht es ja so, dass du dir einen zufälligen Alten aussuchst oder zwei zufällige Alten am besten, dann wird es noch schwieriger und noch knackiger. Und diese Alten bringen unterschiedliche Fähigkeiten mit sich, lassen unterschiedliche Monster spawnen, unterschiedliche Auswirkungen auf den Kampf und so weiter. Und ihr versucht einfach diese Alten zu töten. Und das Spiel wird dadurch natürlich sehr swingy. Das heißt, mal schaffst du es vielleicht relativ einfach. Und manchmal ist es sehr schwer bis unschaffbar. Ja, das muss man mögen, dass dann vielleicht zwei, drei Karten kommen können, die dich sofort ruinieren und zerstören. Das finde ich aber cool an dem Spiel, ja, dass es, wenn du alles besitzt und das zusammenmischt, das vielleicht auch ein bisschen unbalanced werden kann von den Alten her. Wie gesagt, kann auch unschaffbar werden. Aber irgendwie ist es immer diese Herausforderung, das Ganze zu meistern. Und vor allem die Kartenmechanik mit Ausrüsten. Wann spiele ich Karten mit Ausrüstung? Wie macht man das Ganze? Das ist ja auch sehr cool gelöst. Und ich schaue, dass ich dieses Jahr definitiv eine Review dazu noch rausbekomme. Es ist ein absolutes, grandioses, kooperatives Kartenspiel, das, wenn man Englisch kann, sich auch unbedingt zulegen sollte. Ja, dann Dark Ages. Natürlich darf das Spiel nicht in diesen Jahrgang fehlen. Kommt auch sehr gut weg. Sehr wenig negative Meinungen, die ich dazu auch gelesen habe. Ja, das heißt, ein Top-Titel, den Giant Rock und Spieleoffensive hier natürlich veröffentlicht haben, Eden Grabinski. Ja, wirklich ein nices Teil. Und bei Area Control Spielen bin ich selten immer sehr vorsichtig. Vor allem, wenn es mit Eurogames kombiniert wurde. Ich habe schon gesagt, Fort Dwellings of Elderveil ist ein super geiles Spiel in diese Richtung. Und Dark Ages geht genauso in diese Richtung. Super geil, auch zu zweit spielbar. Mit schöner Ressourcenmechanik. Gefühlt hast du immer zu wenig, viel zu wenig Ressourcen. Ja, Einheiten sind sehr teuer. Den Kampf muss man sich gut überlegen. Und es ist so ein Spiel, wo wirklich jede Mechanik durch und durch Sinn und Spaß macht. Ja, das heißt, kaufe ich mir jetzt eine Karte, dann musst du dir wirklich gut überlegen, ob ich mir diese Technologiekarte für meinen Technologiebaum kaufe, weil ich nur vier Technologien kaufen kann und die dann auch upgraden kann. Ja, du schiebst die Karten dann rein, wenn du sie bezahlt hast und kannst die Karte selber verbessern. Das ist super, aber eben nur vier Karten. Das heißt, du musst dir während des Spiels genau überlegen, was mache ich, wie mache ich es, welche Einheiten kaufe ich. Welche Gebäude stelle ich rein, um mehr Ressourcen zu produzieren? Super Ding einfach, ja. Seht euch meine Videos dazu an. Ja, ihr seht hier, das Heilige Römische Reich hat ein bisschen weniger Fehler drin als Alexander der Großen, wurde aber auch schon mit so Sticker-Sheets behoben, die man dann überkleben kann. Aber von daher, ich finde, ja, Dark Ages ein grandioses Spiel und auch wieder so ein Spiel, das ausnahmsweise mit Kampf und Area Control auch meine Frau total begeistert hat. Ja, als Dark Ages würde auch zu ihren Jahreshighlights gehören. Und das heißt schon was.
Ja, das war Dark Ages. Dann mal was ganz Kleines, und zwar Rift Force, auch ein paar Mal auf dem Tisch gehabt dieses Jahr. Mittlerweile kostet das Spiel, glaube ich, nur mehr 15 €, wenn ihr Zwei-Spieler-Kartenspiele mögt, die zwar einfach von der Mechanik her sind, einfach gestrickt und trotzdem sehr knobellastig werden können. Also ihr müsst wirklich ganz gut entscheiden, welche Kartenkombination spiele ich aus. Ja, welche Zahlen spiele ich aus? Trigger ich die Farbe oder die Zahl? Wie teile ich die Einheiten auf dem Spielfeld auf? Jede Einheit hat unterschiedliche Fähigkeiten. Also, dann ist das Spiel genau richtig für euch. Möchte ich auch nicht wieder abgeben. Kann man auch als Absacker spielen, definitiv, wenn ihr zu zweit seid. Das ist schon ein tolles kleines Kartenspiel für 15 €. Macht ihr da wirklich nichts falsch bei dem Titel. Leute, absolute Empfehlung von mir. So, dann das nächste Kartenspiel. Res Arcana. Naja, auch ein paar Mal gespielt dieses Jahr. Die Erweiterung getestet. Super Ding. Die erste Erweiterung dazu, wo du dann mehr Bücher hast, glaube ich. Ja. Sowieso schon mal mehr Karten. Mehr ist immer gut von dem Ganzen. Also mehr Karten zum Ausspielen, zum Kombinieren. Ja, und die erste Erweiterung, ich weiß den Namen gerade nicht. Die bringt eben so eine Art Bücher rein, die du zusätzlich noch holen kannst, also Schriftrollen. Perfekt, da ja, würde ich nicht mehr ohne diese Erweiterung spielen. Die zweite Erweiterung liegt bei mir schon auf dem Pile, die muss ich dann auch noch angehen. Aber wie gesagt, Res Arcana auch wieder ein tolles eigenständiges Kartenspiel, weil es wieder was macht, was die anderen, die ich schon gezeigt habe, nicht machen. Und zwar, du bekommst am Anfang zufällige Karten, ja, zufälligen Magier. Musst du ja erstmal den Magier aussuchen und zu diesen Karten dazu, zu deinem Deck, das du bekommen hast, und versuchst herauszulesen, wie kann ich mit den Karten, die ich bekommen habe, mit welchem Magier am besten das Spiel gewinnen. Sowas triggert mich voll. Kann natürlich auch ein bisschen sein, dass der andere Karten bekommt, die besser oder mehr Karten bekommt, die besser zu einem seiner Magier passen. Sorry. Aber das ist mir egal, ja. Das Spiel fühlt sich wunderbar thematisch an und du kannst immer irgendwie was Tolles aus deinen Kartenhand machen. Und das ist eben, das reizt mich, die Herausforderung, wie löse ich quasi dieses Puzzle. Das macht Res Arcana so geil. Auch ein super Spiel, das niemals ausziehen wird. So, dann hier geht es ja Schlag auf Schlag. Die Hallen des Bergkönigs. Auch wieder so ein Spiel mit schöner Eigenständigkeit. Ja, dieser Kaskadenmechanismus, sowas habe ich noch nicht in meiner Sammlung gehabt vorher. Die Trolle liegen quasi in einer Art Pyramide da. Du kannst die Pyramide aufbauen. Und wenn du da einen neuen Troll einbaust, dann triggern alle, die darunter auch sind. Ja, also die mit ihm verbunden sind, könnte man sagen. Und produzieren dir dann Ressourcen. Und du versuchst hier mit so einer Art Puzzlemechanismus den Tunnel optimalerweise so weit wie möglich in den Berg zu graben. Ja? Und während ihr gräbt, könnt ihr noch unterschiedlich große Hallen bauen und Statuen finden. Und diese Statuen versucht man auch, wenn ihr das Ganze seht, hier im Spielfeld ist in Ringe unterteilt, unterschiedliche Farben an Ringen, ja? Grau, hellgrau, braun. Und je weiter ihr da reinpuzzelt und je weiter die Statuen reingesetzt werden, desto mehr Punkte bekommt ihr am Spielende. Dazu noch auch sehr schöne Mechanik mit den Magiekarten. Das heißt, ihr könnt nicht nur normale Ressourcen sammeln, wie Edelsteine und Eisen und so, sondern ihr könnt auch, ja, da doch Edelsteine, ja, aber nicht die Standardressourcen. Was war das nochmal? Holz, glaube ich, gibt es, Holz und Eisen oder so. Sondern mit diesen Kristallen könnt ihr verschiedene Zauber wirken, die allgemein auf den Tisch begrenzt liegen. Und das führt dazu, dass ihr immer ein anderes Spiel vor euch habt. Und sehr schöne Ding, ja, wirklich, also echt ein geiles Spiel, das ich auch schon rezensiert habe. Gern mal reinsehen. Tolles Spiel, das auch nie ausziehen wird in den Hallen des Bergkönigs von Burnt Island und Skellig Games. Ein tolles Spiel. So, dann als nächstes auch ein voller Kracher: Dune Imperium. Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr viel sagen. Ich fand es halt ganz witzig, dass es dann auch, ich habe so ein Standoff gemacht, Dune versus Anak. Und ich finde es witzig, dass es da zwei Lager gibt. Die einen hassen Dune,
lieben aber Anak, die einen lieben Anak, mögen aber Dune nicht. Ja, also, ja, Geschmäcker sind eben unterschiedlich, ganz klar. Aber ich finde, beide Spiele haben eine Daseinsberechtigung in der Sammlung. Beide sind sehr unterschiedlich. Vor allem, was hier geil gemacht wird, ist der Solo-Modus oder auch wenn du zu zweit spielst mit einem Bot dazu, der versucht auch Siegpunkte zu sammeln und so eine Art Rennen abliefert. Ja, also ihr seid in Dune immer quasi in einem Rennen, wer hat als Erster, ich glaube 10 Siegpunkte waren es. Und klar, das Spiel ist jetzt, wenn man die Lizenz benutzt, ja, mechanisch, thematisch quasi nicht vorhanden. Ja, das ist im Prinzip ein trockenes Zero-Game. Was es aber cool macht, und das ist schon thematisch, das ist dieser Kampf und dieses Taktieren, ja, quasi auf die Kampfkarte, die euch dann am Ende der Kampfphase richtig viel Punkte bringen kann. Das heißt, du kannst ja, hast ja klassisch deine Einsatzfelder mit deinen Arbeitern, das ist nichts Besonderes. Müsst sehr gut überlegen, was ihr macht, das ist ganz klar. Aber dann dieses Abpokern, wer setzt wie viele Einheiten hier in die Wüste, in das Schlachtfeld und kann dann vielleicht die Schlacht für sich entscheiden. Das ist thematisch gut gelungen in diesem Spiel, aber ja, also ein rundherum, ja, perfektes Spiel auch für mich, auch ausgezeichnet. Dune Imperium, mega Ding dieses Jahr. Und was auf den Tisch kam, ich kann es nur wärmstens empfehlen, freue mich schon brutal auf die Erweiterung. Manche kritisieren, dass die Kartenauslage zu wenig oft Neues bietet. Ja, das kann ich absolut verstehen. Ging mir auch manchmal so, aber das kann man abhelfen, dass man jede Runde mal selber die Karten erneuert. Das ist überhaupt keine große Hausregel, die man hier einführen kann. Aber ich denke, die Erweiterung wird da einiges natürlich auch gut machen oder besser machen. Wie gesagt, Dune Imperium vor allem für Solospieler ein absoluter Blick wert, da es nicht unbedingt jetzt auf Siegpunkte zu spielen heißt, sondern eher ein Race-Game. Wer ist als Erster am Ziel mit den Punkten? Finde ich top. Ja, muss man auch in der Sammlung haben, in meinen Augen. So. Ja, und dann haben wir da noch. Alter Quest war auch einmal wieder auf dem Tisch. Das ist auch so ein Dungeon Crawler von Blacklist Games. Das würde ich niemals, nie wieder abgeben. Ihr wisst ja, ich bin sehr kartengetriggert. Und hier hat man auch wieder Figuren, die kartengesteuert sind, ähnlich wie in Street Masters mit unterschiedlichen Fähigkeiten auf den Karten. Und das ist einfach ein tolles Spiel. Ja. Da könnte ich jetzt auch lange erklären, was dieses Game denn besonders macht, aber es würde ja auch den Rahmen des Videos sprengen. Es ist einfach schön, dass Blacklist Games das schafft, auch ohne einer Kampagne, sage ich jetzt mal, wenn man die mal weglässt, die auch schön zu spielen ist, es schafft, dass man alle Karten miteinander kombinieren kann und so zufällige Dungeons aufbauen kann. Ja, mit unterschiedlichen Gegebenheiten-Triggern, unterschiedlichen Endboss-Triggern, unterschiedlichen Minibossen, die hier auftauchen. Ja, einfach ein geiles Ding. Und die Kartensteuerung sowieso. Ja, jeder Charakter fühlt sich auch sehr unterschiedlich zum Spielen an. Hat die Vampirin komplett anders als der Paladin. Top, ja. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist, will ich auch. Es ist so ein Spiel, das ich auch gerne fast jeden Tag spielen könnte. Und das Spiel hat eine gewisse Swinginess. Ja, vor allem wenn ihr das Random zusammenmischt, kann es sein, dass es vielleicht mal ein bisschen einfacher wird, die Partie sich ziehen kann. Ja. Oder dass es mal beinhart wird und ihr schafft es gar nicht. Aber es ist mir egal. Ja. Ich finde einfach das Spiel so rund designt in dem, was man macht. Ja. Mit den Karten, mit seinem Charakter hier durch die verschiedenen Kerkerteile zu streifen und die Monster zu plätten. Vor allem mit dieser schönen Token-Mechanik. Es ist einfach nur, ja, ein super Ding, dass man, wenn man Miniaturen mag, auch haben sollte in meinen Augen. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. So, dann kommen wir zu Ultimate Railroads. Ja, ein Spiel, das auch schon sehr viele kennen. Die Box ist mega grandios. Ja, ihr habt alles, was es in diesem Spiel jemals gab, plus eine neue Erweiterung dazu. Man versucht hier ganz trocken Schienen aufzubauen und die Schienenmechanik ist sehr nice. Ja, das ist eine schöne Idee in diesem Spiel, dass man eine unterschiedliche Qualitätsstufe an Schienen hat und man muss erst die vorherige Qualitätsstufe erhöhen, logischerweise, damit du auch die
bessere Qualitätsstufe wieder nachschieben kannst und dementsprechend bekommst du dann auch unterschiedlich viele Punkte in der Wertungsphase, beziehungsweise die Felder, wo sich die Schienen dann befinden, lösen unterschiedliche Boni aus. Ja, so ist quasi die Kernmechanik des Spiels. Und wenn ihr die Erweiterungen habt, bekommt ihr unterschiedliche Strecken dazu, mit Abzweigungen teilweise. Und ich finde das Spiel auch sehr genial gemacht. Am Anfang denkst du dir, boah, ja, voll der Einheitsbrei, aber dann zündet es, ja. Denn ich finde, das Grundspiel alleine ist ein bisschen zu wenig. Ja, also ich kann es verstehen, wenn man nur das Grundspiel antestet, sondern sagt ja, okay, wo ist dann der Widerspielreiz? Ich würde es jetzt genau wieder so spielen, weil du wenig Random-Faktor hast. Du hast zwar deinen Gegenspieler, wo du vielleicht sagst, okay, jetzt würde ich gerne eine Lok bauen und dann setzt er sich rein, klassisch, ja. Aber ansonsten könntest du theoretisch jede Partie gleich fahren. Das Geile ist aber, es wird richtig gut, wenn man die Add-ons hat, vor allem die German-Erweiterung. Das ist eine Pflicht, dass man die German-Erweiterung hat, weil die macht das Grundspiel viel abwechslungsreicher. Du baust dir quasi oder veränderst quasi die Strecke auf deinem Spielplan selber. Und das erhöht den Widerspielreiz enorm. Ja, das heißt, Grundspiel alleine finde ich ein bisschen zu langweilig, aber ab German Railroad, super geiles Ding, sehr schön zu spielen. Ja. Auch so ein Spiel, in das sich meine Frau verliebt hat. Sie mag das ultra gerne. Anfang hatten wir da, ich glaube, in den Videos, im Regelvideo hatte ich eine kleine Regelerklärungsfehler drin. Ja, da habe ich dann bei der Wertung falsch gerechnet. Also aufpassen, da kann man sich echt vertun. Ja, nicht jedes Feld zählen, sondern nur die Schiene bis zur nächsten Schiene. Diese freien Felder werden gewertet. Ja, da muss man echt aufpassen, was man sagt. Aber ansonsten, richtig tolles Spiel, Ultimate Railroads. Für Eurogamer auch ein kleines Paradies, sage ich mal. Aber natürlich eher schon etwas Trockeneres. So, jetzt kommen wir zu zwei Wargames dieses Jahr. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen und die sind wirklich der Hammer. Und zwar als erstes Combat Commander Europe. Ja, das sind so Spiele, die kann ich leider auch nicht mit jedem spielen, weil die sind schon sehr komplex. Ja. Und ich muss sagen, Combat Commander ist auch sehr komplex, aber noch mitunter eins der einfacheren GMT-Spiele definitiv. Und ich bin überrascht, sogar der Wiedereinstieg, wenn man sich die Übersichtssheets runterlädt, der Wiedereinstieg in so eine Partie ist gar nicht mal so hoch. Ja, sieht zwar extrem komplex aus, aber was das Spiel so besonders macht, ist einfach die Randomness während des Kampfes. Das ist einfach so ultra thematisch lustig. Ja. Das Spiel ist natürlich geprägt von Strategie und wie soll es so sein, wie vorher auch schon, ihr habt Handkarten, mit denen ihr das Schlachtgeschehen steuert. Ja. Das heißt, eure Handkarten lösen die Aktionen aus dem Feld, auf dem Feld auf, aus und wenn man dabei irgendetwas macht, muss man eine zusätzliche Karte von einem Stapel, von seinem Deck ziehen. Und diese Karte führt dann einen zufälligen Effekt aus, was in der Schlacht passiert. Einerseits voll thematisch, ja, andererseits voll swingy, aber dadurch brutal lustig. Ja, da kann schon mal passieren, dass man eine Aktion macht, dann zieht man eine Karte, da steht ein Sniper drauf und dann wird ein zufälliges Feld ausgewürfelt, in dem der Sniper hinschießt. Und wenn sich da gerade eine gegnerische Einheit befindet, dann gibt es natürlich megamäßiges Gelächter auf den Tisch. War bei uns auch damals so, im Wald steht eine einzige Einheit und genau der wurde weggepflückt. Ja, irgendwie ganz lustig. Denkt man sich, ja, was, wie geht das denn? Aber irgendwie auch wieder ein bisschen thematisch. Man hat alles hier, Rauchgranaten und so weiter. Also, boah, ist echt ein geiles Ding, kann ich jedem Wargame empfehlen. Ein alter Klassiker, Combat Commander Serie, gibt es ja schon auch sehr lange und hat eine riesige Fanbase. Super Spiel, zahlt sich aus, sich da reinzuhängen. Definitiv. So, und jetzt haben wir noch ein Spiel, eigentlich zwei Spiele, aber das andere Spiel muss ich noch holen. Ja, ging mir schon fast der Platz aus, da werde ich dann einen kurzen Cut machen. Und ja, ich glaube, ich hole das Spiel gleich und dann sehen wir uns gleich. So, und jetzt kommen eben die zwei Spiele, die mich in diesem Jahr am allermeisten geflasht haben, von denen ich am meisten beeindruckt war. Und also es waren alle Spiele richtig geil, ja. Aber die Spiele, die mir richtig in Erinnerung geblieben sind,
und die mich komplett umgehauen haben und so gedacht, dass ich mir denke, boah, Leute, wie kann man so geile Spiele eigentlich nur machen? Ja, das ist zum ersten Grand Austria Hotel mit Alles Walzer Erweiterung. Grand Austria Hotel ist ja schon länger ein absoluter Top-Titel. Ja, und ich glaube, dazu braucht man nicht mehr viel erklären. Aber die Alles Walzer Erweiterung bietet euch noch mehr, so viel mehr Möglichkeiten. Nicht, dass ich sage, man bräuchte es unbedingt, aber es gibt ja noch mehr Möglichkeiten. Ja, mit diesem Champagner, der da dazu kommt, dann hast du zusätzlich mehr Gäste, die das Grundspiel auch noch bereichern. Und musst dann noch die anderen Module auch testen. Aber definitiv, Grand Austria Hotel gehört zu den Creme der Eurogames. Und das ist so ein Spiel. Ja, ich sage immer, das Thema oder das Wort benutze ich nicht gerne, braucht man. Ja, er kennt das ja. Aber Grand Austria Hotel ist so ein Spiel. Da muss ich echt sagen, wenn ihr sagt, ja, okay, ich liebe Eurogames, dann muss dieses Spiel in eurem Regal stehen. Ja, könnte man schon fast sagen, braucht man. Ja. Also, naja, Scherz. Ich finde es mega genial und das war ein tolles Erlebnis. Auch den Richie, Grüße gehen raus, habe ich voll angefixt damit. Und es ist wirklich so unerreicht, finde ich, ja. Die ganzen neuen T-Spiele und so, die alle rauskamen, TOT, Huracan und so weiter mit den Würfelmechaniken. Ich fand Lorenzo il Magnifico, also Lorenzo der Prächtige, auch ein mega, mega Top-Spiel. Gefällt mir immer noch sehr gut. Und das hat einen tollen Würfeleinsatzmechanismus. Und ich finde, Grand Austria Hotel ist auch sehr, sehr geil gelöst mit den Würfeln, weil es immer spannend ist. Jede Aktion ist wichtig. Nimmt dir jemand die Geldwürfel weg? Ah, schon schwierig, ja. Sehr thematisch gemacht, finde ich auch, dass du die Zimmer vorbereiten musst, die Gäste dann einziehen. Und ja, es ist halt ein echt geiles Ding. Und als es dann wieder auf den Tisch gelandet ist, um die Erweiterung zu testen, war ich einfach wieder neu geflasht von diesem Top-Spiel. Also wirklich ganz großes Kino im Euro-Bereich. Grand Austria Hotel darf ja nicht fehlen. So, und jetzt. Wenn ich eine Top-Liste machen würde, was war mein absolutes Highlight in diesem Jahr? Das ist ein Spiel, gibt es halt leider nicht auf Deutsch, aber vielleicht könnt ihr es euch schon denken, wenn ich schon gesagt habe, Wargames, Time of Crisis. Also das ist so ein Spiel, das hat mich auch umgehauen. Das hat mich echt umgehauen. Ich habe es vor 2 Jahren schon mal gespielt, damals mal angespielt, hat es mir schon richtig gut gefallen. Aber jetzt dann auch eben mit mehr Spielern gespielt, ein paar Mal. Und ich finde es einfach top. Ja, das ist so eine mega thematische Umsetzung von Politik und Schlacht auf dem Feld. Also sowas Besseres habe ich schon fast nicht mehr gespielt. Und dazu noch gepaart mit einem guten Einstieg. Ja, das heißt, das Spiel ist nicht so regelverzwackt wie die anderen GMT-Spiele, ja, wo ihr erstmal Dutzende an Seiten von Rubriken durchzuarbeiten habt. Nein, man hat hier sehr schöne Übersichtssheets mit farblichen Gestaltungen der unterschiedlichen Aktionen. Dadurch kommt man sehr schnell wieder rein. Und die Erweiterung, die Iron and Rust Erweiterung, glaube ich, heißt, die macht das Ganze noch umfangreicher, noch mehr Karten zur Auswahl, Solo-Modi darin, den ich wahrscheinlich sehr geil finde, aber der sehr anstrengend zu spielen ist natürlich. Aber mit Regeländerungen, die absolut Sinn machen, ihr könnt dann unterschiedliche Imperatoren quasi darstellen auf dem Spielfeld. Boah, ist es geil, ja, weil du die Intrigenkarten ausspielen kannst. Du wirst nie komplett vom Feld geblasen, hast immer wieder die Möglichkeit, irgendwo quasi eine kleine Intrige zu starten und den Senat zu beeinflussen und dich wieder in das Land zu setzen, weil es fast nicht möglich ist, alle Gebiete komplett perfekt zu kontrollieren. Das ist nicht möglich. Ja. Und ich finde, ich bin ja auch ein großer Rom-Antike-Fan und das Spiel ist einfach so gut umgesetzt. Ja, seht euch mal die schöne Landkarte an. Und wie man das Ganze macht, ja, je nachdem, wie viele blaue Politikkarten man ausspielt, hat man eine höhere Chance dann bei dem Würfelwurf, natürlich, dass man den Senat zu seinen Gunsten beeinflussen kann, muss dabei aber auch Acht geben, wenn du das geschafft hast,
damit die Stadt irgendwie bewacht wird, damit es nicht eingenommen werden kann. Du kannst einen eigenen Staat im Staat gründen, was sich sehr komplex anhört, aber dann doch relativ easy zu handeln ist eigentlich. Und das ist so ein Spiel, du spielst es einmal, um das Ganze kennenzulernen und dann eben nochmal und dann richtig und dann weißt du, was, wie der Hase läuft. Ja. Also für mich bis jetzt in meiner Sammlung das beste Spiel in der Richtung, auch wenn es noch komplexere GMT-Titel gibt, ihr wisst ja, die P500 und so Sachen, aber was das, dieses Einfluss ausüben auf Ländereien in diesem Spiel auslöst und wie thematisch das gemacht wird, vor allem ein Deckbilder, wo du eigentlich immer die ganze Hand zur Verfügung hast, so lange bis du quasi neu mischen musst, bekommst du die Karten aber nicht, die du ausgespielt hast. Ja? Und darfst du dann quasi wieder neu mischen, wird ja nicht gemischt, sondern du kannst wieder aus allen Karten in deinem Deck die Karten aussuchen, die du für die nächste Runde brauchst. Das ist sehr strategisch. Also es kommt fast ohne Glück aus und der Glücksfaktor, den du beim Kampf brauchst und den du bei der Intrige brauchst, der ist sehr gut platziert, fühlt sich toll an und macht das Spiel zu einem sehr runden, tollen Erlebnis. Ja, Time of Crisis für Fans des alten Roms ein Pflichtkauf für mich. Ja, ihr müsst natürlich das Englisch mächtig sein. Ist nicht unbedingt ein Wargame, obwohl ihr natürlich Einheiten über das Spielfeld bewegt und auch kämpft. Ja, geht in Richtung Wargame, würde ich mal sagen, ist aber eher viel mehr ein Politikspiel. Ja, ich weiß nicht, wie ich die Kategorie jetzt erklären sollte, aber ja, ein tolles Ding. Also wenn ihr so zu zweit spielt, ist es auch richtig gut jetzt mit der Erweiterung dazu. Natürlich müsst ihr dann auch den Bot steuern. Zu zweit finde ich, ist der Bot ein bisschen einfacher zu steuern, weil man dann weniger übersieht. Ja. Definitiv, wenn ihr es zu zweit spielen wollt, nur mit Erweiterung, dann auch grandioses Ding. Ansonsten ab drei Spielern heftig gutes Ding. Ja, ich glaube, das ist neben Dominant Spaces auch, wenn man die Komplexität und die Zugänglichkeit betrachtet in einem Spiel, ja, eines meiner Lieblingsspiele von dieser Firma. Ja, definitiv. Time of Crisis. Was für ein geiles Erlebnis. Ja, und das war dieses Jahr an Spielen, die ich so gespielt habe. Manche fehlen vielleicht noch. Ja, ich habe jetzt natürlich meine vi eigenen Videos noch durchforstet. Ich tracke nicht jedes Spiel, habe ich damals noch nicht gemacht. Und kann dadurch auch sein, dass ich das ein oder andere Mal vergessen habe. Aber ist ja auch nicht schlimm. Das sind die Titel, die mir so in Erinnerung geblieben sind. Und das ist auch gut so. Und jedes dieser Titel, die ich euch jetzt hier vorstellen kann, möchte ich eigentlich nicht verkaufen und wäre so, wenn ich durchs Regal gehe, so wie letztes Mal, ich habe ja mein Unsettled verkauft, oh, Unsettled, ja, ein geiles Spiel eigentlich, aber es war nicht so der Knick bei Unsettled, dass ich gedacht habe, boah, das ist mega genial, es ist sehr geil, aber da ich auch andere Spiele habe, wie zum Beispiel AlterQuest, die auch sehr viel Zeit verschlingen, ja, habe ich mir dann gedacht, ja, okay, bevor ich Unsettled spiele, vielleicht eine Runde AlterQuest. Habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Fun. Darum habe ich es geschafft, dass es gehen muss. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, okay, welches Spiel willst du davon verkaufen? Wohl eher keins. Ja, also nein. Und das sind alles tolle Titel. Ich bin gespannt, was das nächste Jahr auf uns oder für mich bringt. Beziehungsweise weiß ich es ja schon, Kingdom Death Monster, sage ich ja immer wieder, wird auftauchen. Dann Neomorphosis bekomme ich, ein Kickstarter Dungeon Crawler, wieder mit einer eigenen Art. Da musst du quasi flüchten, versuchen die Aliens zu vernichten, bevor sie auch abhauen können. Das wird interessant, Neomorphosis. Dann Ascension Tactical. Wie heißt nochmal? Ascension TK? Ja, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Auf alle Fälle so ein Ascension Deckbuilder mit Miniatur auf dem Feld. Tactical Board Game oder so. Ist mir der Name gerade entfallen. Ja, Uprising wird gerade ausgeliefert. Da freue ich mich riesig drauf. Also Futter fürs nächste Jahr ist definitiv gesorgt und ich hoffe, dass ich bei Kingdom Death Monster auch gut reinkomme. Ist ja auch eine Regelbombe, würde ich mal sagen. Und ich hoffe, dass es mir sehr gut gefällt.
Und dann gibt es vielleicht auch mal ein paar Wochen Pause oder ein paar Mal, ja, ein paar Wochen nur mit Kingdom Death Monster Material. Mal sehen, wie sich das dann auswirkt. Wenn mich das Spiel natürlich auch anfixt, ja. Also ansonsten war es für mich ein richtig schönes Spiel, ja. Richtig schöne Titel. Ich bin froh, dass ich quasi nicht auf der Messe in Essen war, weil es da sehr viele Spiele gegeben hat, die ich mir wahrscheinlich gekauft hätte. Aber im Nachhinein jetzt, wenn man sich so die Reviews ansieht und die Meinungen zu den Spielen und auch die Videos, die Erklärungen dazu ansieht, bin ich froh, dass ich es mir nicht geholt habe. Ja, also ich denke, ich hätte wahrscheinlich Corrosion mitgenommen, Gutenberg mitgenommen, Boon Lake mitgenommen. All diese Spiele brauche ich nicht, habe kein Bedürfnis, mir die zuzulegen und würde sie aber gerne mal spielen. Ja, so ist es nicht. Ich würde es gerne mal anspielen, um mir da doch noch eine haptische Meinung bilden zu können. Definitiv, aber sie haben jetzt nichts in mir ausgelöst, die Videos, dass ich mir sagen oder ja, dass ich mir denke, die muss ich mir holen. Also von daher glaube ich, habe ich durch die Messe schon einiges an Geld gespart, das woanders reingeflossen ist. Und das war das Spiel ja und ja, auch, dass ich quasi mit neuen alten Freunden wieder zusammengekommen bin. Eine regelmäßige Spielgruppe jetzt habe, ist mega. Ja, das freut mich total. Ich hoffe, das bleibt noch lange so. Das ist immer mega spaßig. Der Abend. Grüße an euch alle. Und war auch ein bisschen ein trauriges Jahr. Ich denke, ihr habt es mitbekommen, was da passiert ist. Und ja, Corona natürlich war auch wieder das Thema. Ich will es nicht mehr sagen, das Wort. Aber ich denke, jetzt geht schon langsam bergauf. Und ja, schauen wir mal, was das nächste Jahr bringt. Ihr wisst ja, jedes Jahr ist ja irgendwie immer was Besonderes. Und ich hoffe, dass die negativen Sachen das Positive nicht überwiegen werden. Ja, so ist es. Und ja, ich freue mich jetzt auf die ganzen tollen neuen Kickstarter, die ankommen, die neuen Spiele, die veröffentlicht werden. Was wird angekündigt für die neue Messe? Da noch dazu, Messe 2022 in Essen. Also ich sage euch so viel, wenn da die Maskenpflicht noch aufrechterhalten wird, werde ich auch auf dieser Messe nicht zu sehen sein, weil das gesundheitlich für meine Augen leider nicht möglich ist, 8 Stunden lang die Maske permanent ganz streng zu tragen. Ja, das ist leider nicht möglich und wenn es das geben wird, wird auch die Messe 2022 für mich ausfallen. Da bin ich wirklich sehr streng mit mir und es dient auch meiner Gesundheit. Da kann ich leider nichts machen, auch wenn es wehtut. Also da bin ich gespannt. Fällt die Maskenpflicht dann im Oktober nächstes Jahr oder bis dahin? Da bin ich weiter gespannt drauf. Das wäre sehr wichtig für mich. Aber ansonsten hoffe ich, habt ihr weiterhin sehr viel Spaß mit meinem Kanal. Ich hoffe, dass ich jetzt im kommenden Jahr die 3000er-Marke knacken werde, weil das auch so eine Art Meilenstein ist, finde ich. Ja, 3000 ist eine schöne Zahl. Und vielleicht gibt es dann die ein oder andere Verlosung. Definitiv wird es eine Roomtour geben. Ja, wurde schon mehrfach jetzt wieder gefordert. Ja, wenn wir die 3000er-Marke bei den Abonnenten knacken, dann wird es auch eine Roomtour von mir geben. Von daher, alle, die zusehen, gern auch ein Abo da lassen. Ja, also die meisten Zuseher, so 50-50, haben noch nicht mal ein Abo. Also klickt auf den Abo-Button. Ganz wichtig, auch für den Kanal. Ja, also freut euch genauso wie ich auch auf das neue Jahr, auf die neuen Spiele und was wird dann wieder auf den Tisch kommen. Ich hoffe, dass ich öfter dazu komme, auch wieder Livestreams zu machen. Das ist ja immer so mein Ziel. Würde gerne jeden Abend da ein bisschen was machen, bin aber oft auch zu müde dafür, denn Livestreams sind sehr anstrengend, aber das wäre eigentlich so fast auch mein Lieblingsformat, wenn ich schon spiele, da ein bisschen auch mit der Kamera dabei zu sein und mich mit euch auszutauschen live. Das macht echt Spaß. Aber ansonsten, ja, freuen wir uns aufs nächste Jahr. Schauen wir mal, was kommt. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch. Wir sehen uns dann 2022 wieder. Bis dann, euer Austrian Board Gamer.